Hallo, Freunde der gepflegten Sherlock-Holmes-Unterhaltung und herzlich willkommen zurück bei dem lustigen Detektiv, der Jack the Ripper schon beinahe fast auf den Fersen ist, wenn wir denn mal hier ein paar tolle Anhaltspunkte kriegen. Und während wir die Anhaltspunkte kriegen, suchen, ausfindig machen, lösen wir lustige Gasrätsel aus Gründen, um an die Tasche zu kommen, die uns dann vielleicht zu den Hinweisen führen, die wir brauchen, um Jack the Ripper irgendwie auf die Schliche zu kommen. Und dazu müssen wir jetzt, wie gesagt, ein Gasrätsel lösen. Und ich hasse das Gasrätsel. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir genau brauchen werden, bis ich dieses Scheißteil gelöst habe. Aber hey, ich versuche es spannend darzustellen und unterhaltsam an euch weiterzuvermitteln. Die Tasche ist ziemlich schwer und wurde fest zwischen die Rohre geklemmt. Es wird einige Anstrengungen erfordern, sie herauszuziehen. Und ist nicht ganz ungefährlich. Ich muss die Leitung reparieren, bevor ich die Tasche herausziehe. Ich spare mir jetzt einen Witz über was Festes irgendwo hingeklemmt, aber naja. Okay. Wir haben ja in der letzten Folge schon erfolgreich die Röhrchen hier eingesetzt und das muss theoretisch verschweißt werden. Und um das zu verschweißen, brauchen wir Gas. Und wir haben ja hier auch diesen tollen Gasbrenner, was noch meine persönliche Logik ist. Das Gas strömt ja just in diesem Moment noch aus. Wenn ich das jetzt hier dran tübel... Es fließt nicht genug Gas. Der Druck ist zu niedrig. Ich hasse es, wenn er mich unterbricht. Es fließt nicht genug Gas. Der Druck ist zu niedrig. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, wenn ich das hier oben anstepsle, dann strömt ja normalerweise hier aus dem Rohr auch noch Gas aus. Und das heißt, wenn ich dann eine offene Flamme habe, müsste es eigentlich kawusch machen. Und dann hat sich das ganze Problem ohnehin erledigt. Jack the Ripper wird nie gefasst und Spiel zu Ende. Game over. Aber das ist ja Logik und Logik findet ja nicht immer Anwendung in Point-and-Click-Adventuren. Und dann wollen wir mal. Dieses Rad können wir ja drehen. Aber das Lustige ist, ich kann die anderen Rädchen nicht drehen. Ich weiß nicht, ob ich hier den Punkt suchen muss. Ich drücke mal auf die Leertaste. Aber hier werden mir auch keine Spots angezeigt. Ich weiß nicht, mit welchen magischen telekinetischen Fähigkeiten ich das hier drehen muss. Also ich klicke wie eine Wilde. So. Ich habe mir ja auch Hilfe geholt aus dem Internet. Also wie theoretisch die Rädchen gedreht werden müssen, damit wir hier der Rätselslösung näher kommen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich schon beim ersten Spielen verzweifelt bin. Moment. Hat die Uhr was damit zu tun, was ich gerade drehen kann? Nee. Das hat ja gar nichts. Oder geht das Spiel erstmal davon aus, dass wir hier alles abklapsern, bevor wir hier weiter drehen können? Bei irgendeiner Mechanik muss es ja hier geben. Wir haben ja auch nichts im Inventar. Kann ich das ja mal ein bisschen draufkloppen, weißt du, dass sich das Rad löst, dass wir das hier drehen können? Oh, und ich schmelze hier gerade vor meinem PC dahin. Es ist so scheiße warm. Puh, ich fühle mich schon fast wie die böse Hexe des Westens, nur ohne Wasser. Und mit viel Hitze. Das fand ich jetzt süß. Wieso kann ich diese Rädchen nicht drehen? Meine Güte, so bescheuert hat sich nicht mal Jonathan Harker angestellt. In Dracula die letzte Zufluchtsstätte. Und da hat er häufiger an solchen Rädchen gedreht. Wer hat an dem Rad gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Mondi dreht durch. Das ist ein schöner Titel für die Folge, zumindest was das Rätsel anbelangt. Das Gas kann aus dieser Öffnung entweichen. Nein! Das ist so ein ganz fiescher Plot-Twist, wie man aus dem guten Hartz-IV-TV kennt. Die betrogene Frau ist ganz erschrocken darüber, dass sie betrogen wurde. Was? Mein Mann betrügt mich? Habe ich überhaupt noch nicht mitgekriegt. Ich dachte, das neue Blondchen wohnt jetzt bei uns. Okay. Ach, Mensch. Frustration. Ich verstehe es echt nicht. Das ist nicht mein Rätsel. Aber es geht. Das letzte Mal. Vor Urzeiten. Ich habe das schon mal hingekriegt. Also irgendwie muss es gehen. Aber ich weiß nicht, ob das hier alles ein bisschen buggy ist oder ob ich hier, keine Ahnung, erst die Seele verkaufen muss. Oder Rumpelstilzchen in meinem erstgeborenes Kind versprechen muss. Und der spinnt dann Stroh zu Gold und das Stroh stopfen wir hier rein und dann ist die Öffnung verschlossen und dann können wir das schweißen und ich habe doch keine Ahnung. Zumindest an dem Rad haben wir schon mal gedreht. Ich weiß gar nicht. Das haben wir gedreht, also gehe ich mal davon aus, dass das richtig ist. Aber die anderen Rädchen müssen wir auch noch drehen. Theoretisch, wenn das ein Rätsel wäre, würde es auch beinhalten, dass wir hier an mehreren Dingern drehen können.
Warte mal, ich spreche hier einfach mal alles an, vielleicht geht's dann besser. Das Gas kann aus dieser Öffnung entweichen. Gut. Da haben wir 25, da haben wir 25, da haben wir 25 und da haben wir irgendwas so 0, nischt. Also doch ein bisschen mehr als 0. 0, quietsch. Das ist eine sehr schöne Zahl, damit bekommt man im Mathematikunterricht bestimmt sauweit. Was ist denn das hier eigentlich? Auch 25. Das war jetzt hier alles 25. Ah, Moment. Kann ich hier vielleicht schon brennen? Es fließt nicht genug Gas. Der Druck ist zu niedrig. Aber hier ist doch alles auf 25. Ich will brennen. Dass der Sherlock nicht immer so will wie ich. Ich meine, man kann es ja trotzdem probieren, ob jetzt Gasdruck da ist oder nicht. Das ist so Try-and-Error-Prinzip. Kann man auch wunderbar im Real Life umsetzen. Manche Dinge halt nur einmal. Genauso wie man alles essen kann. Boah, ich rast hier aus. Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich werde jetzt hier eine Dreiviertelstunde an dem Rätsel hängen. Das wird dann eine eigenständige Episode mit dem Titel Mondi dreht durch. Nur noch 45 Minuten bis zum Wahnsinn. Dann gehe ich wahrscheinlich selber auf die Straße und habe das Bedürfnis, alle Handwerker und Gasmänner irgendwo in einer dunklen Gasse aufzulauern und sie hinterrücks mit einem Bunsenbrenner niederzuschlagen und dann am Rädchen zu drehen. Moment, das macht keinen Sinn. Ach, Mondi redet schon wieder wirr. Ich krieg das hin, ich krieg das hin und glaubt ja nicht, dass ich das zusammenschneide. Ihr dürft mit mir leiden. Das neue Entertainment-Paket. Mitleiden. Mit Mondi. Ach, Mensch. Das ist so, ich habe das Gefühl, teilweise das Spiel ist eingefroren. Wenn Sherlock Holmes nicht ab und an mit mir reden würde, da würde ich hier glatt davon ausgehen. Ja klar, das Spiel ist abgestürzt. Kann ich hier was machen? Das Gas kann aus dieser Öffnung entweichen. Ja, dann können wir doch hier einfach mal was draufstöpseln. Einfach mal das ganze Rad abklicken, weil irgendwann muss es sich ja drehen. Irgendwie. Die Pfeile vielleicht direkt anklicken. Ich drehe. Ich klicke. Ich hoffe, dass mein Klicken ein Drehen bewirkt. Wie Sie sehen, tut sich nichts. Vielleicht mal das Mausrad bewegen. Vielleicht Drehbewegung, die sich dann wunderbar auf das Rad überträgt. Zieht auch nicht. Leertaste hämmern. Das zieht sonst immer. Rechte Maustaste. Echt jetzt? Die rechte Maustaste? Was? Könnte man das bitte dem Spieler mitteilen? Ich weiß, manche Steuerungsmechanik, man muss nicht alles dem Spieler mitteilen. Aber wir haben bis jetzt das noch nie gebraucht, dass wir für irgendwas drehen die rechte und linke Maustaste gebraucht haben. Was zur Hölle? Och Mensch, da bin ich doch schon wieder bedient. Ach, jetzt kann es nur lustig werden. Also, ich habe hier die Uhr. Jetzt habe ich hier am Rad gedreht. Hier ist Null, das ist doch schon mal gut. Das heißt, ich kann hier schweißen. Es fließt nicht genug Gas. Gut, dann halt noch nicht. Wie sieht's denn hier aus? 50. 100! Geil! Jetzt kann ich bestimmt schweißen. Geil! Brenne! So, hier. Alles schön. Verschweißen. Ist ein bisschen laut! Woran sehe ich jetzt eigentlich, dass das fertig ist? Ja, gut. Das sieht doch alles sehr gut aus. Ist die Arbeit eines Fachmanns. Das mache ich zwar heute zum ersten Mal, aber das wird schon gehen. Reicht das jetzt? Ach so, und jetzt sollte ich das ja wahrscheinlich wieder alles verschließen. Dass das hier nicht weiter ausströmt, weil die Öffnungen sind ja nach wie vor da. Juhu! War's das jetzt? Das Gas kann aus dieser Öffnung entweichen. Ja, kommt denn da noch was? Nö. Hier ist doch alles auf Null. Müssten wir jetzt nicht eigentlich fertig sein? Das heißt, hier kommt gar nichts mehr.
Habe ich etwa nicht adäquat geschweißt? Moment. Elementar. Was? Das brennt? Sollte das da gerade brennen? Fliegt mir gleich das Haus um die Ohren? Was ist hier los? Bin ich in einem Paralleluniversum gelandet? Ich verstehe hier nichts mehr. Na gut, her mit der Tasche. Die berüchtigte Tasche. Sie ist sehr schwer und wenn man sie schüttelt, ist ein metallenes Klappern zu hören. Ich habe versprochen, nicht hineinzuschauen. Wahrscheinlich ist das auch nicht nötig. Sie dürfte voller Tafelsilber sein. Ich guck da trotzdem rein. Ich höre hier die ganze Zeit so ein merkwürdiges Zischen. Ich habe das Gefühl, wir fliegen gleich in die Luft, Freunde. Kann ich jetzt bitte hier reingucken? Was? Ich möchte hier reingucken. Schwer. Voller Blechgeschirr macht die Tasche das gleiche Geräusch und wiegt ungefähr so viel wie vorher mit dem Tafelsilber. Alter, Sherlock, du Klauschwein. Ich wollte da nur reingucken und du tauschst, ja gut, von mir aus. Hat er halt ausgetauscht. Das war natürlich alles so geplant. Von langer Hand. Schon als ich das Spiel gestartet habe, habe ich mir so überlegt, du tauschst Tafelsilber gegen... Hier ist immer noch Gas. Wenn ich mir dieses Kätzchen so anschaue, wird es nicht mehr lange leben, falls es hier bleibt. Ich höre schon wieder merkwürdige Geräusche. Liegt das jetzt an mir oder an dem Spiel? Und warum interessiert sich Sherlock Holmes seit neuestem für Kätzchen? Ah, komm, einfach die Katze eingesammelt. Hier, komm. Oh, wir können... Finlay beobachten. Wie nett. Ah, komm, hier einfach mal die Katze in die Hosentasche gestopft. Auf ins Wespennest. Das ist sehr tierlieb. Gut, dann mal hier hinunter. Hoch. Ladebalken, Ladebalken, Ladebalken. Auf ins Wespennest. Juhu. Ich kann euch übrigens gar nicht sagen, wie lange wir jetzt für dieses blöde Rätsel gebraucht haben. Ich hoffe, es hat nicht allzu lange gedauert, aber zusammenschneiden würde ich es dann ungern. Weil dieses Rätsel ist echt... Ich wusste es nicht. Ich habe mir so viele Sachen aufgeschrieben vom ersten Spiel, wo ich gehapert habe, aber das Ding nicht. Es ist mir halt nur in Erinnerung geblieben, dass es saublöd war. Und war es auch, weil diese Mechanik wurde bis dato noch gar nicht in dieses Spiel impliziert, dass man mit rechter und linker Maustaste arbeiten muss. Bisher war bei allen Rätseln so, dass man nur die linke Maustaste braucht und dann hat sich der Gegenstand verschoben oder gedreht. Kann zu Verwirrung führen, vor allem zu grundsätzlich verwirrten Menschen wie mir. So, ach so. Und ich würde jetzt gerne die Karte benutzen und ins Wespennest gehen. So, heidi ho! Guten Abend, die Damen und Herren, guten Abend. Ach so, hier ist ja keiner weiter. Bluto, ich habe hier die Tasche, in die ich überhaupt nicht reingeschaut habe. Überhaupt nicht. Geben Sie mir die Tasche. Haben Sie reingeschaut? Ich habe Ihnen mein Wort gegeben, aber Sie bekommen sie erst, wenn Sie mir sagen, wo Squibby steckt. Na schön. Dieser arme Idiot wurde neulich von den Bullen festgenommen. Ich weiß nicht warum, aber irgendjemand hat behauptet, dass er der Whitechapel-Mörder sei. Danach war ihm eine hysterische Menschenmenge auf den Fersen. Plötzlich sind die Bullen aufgetaucht, haben ihn sich geschnappt und eingesperrt. In der Polizeistation dieses Viertels? Kann sein. Oder auch nicht. Aber wenn Sie oder der Arzt mit ihm reden, sagen Sie ihm, dass ich die Kajaksache als erledigt ansehe, wenn er den Yankee verpfeift. Er weiß, was ich meine. Und jetzt geben Sie mir die Tasche. Das klingt alles ein bisschen diffus. Ich weiß nicht, ob ich dafür die Tasche hergebe. Hey, nicht auf diese Tour, Schwachkopf. Her mit der Tasche, wenn Sie nicht mit einem Messer im Rücken enden wollen, verstanden? Hier, nehmen Sie sie. Ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Um ehrlich zu sein, wie ungehobelt von Ihnen. Ich sollte verschwinden und besser nicht dabei sein, wenn er die Tasche aufmacht. Ach so, er geht von alleine, gut. Gut, dann sind wir raus aus dem Pub, haben die Tasche abgegeben und jetzt sollten wir wahrscheinlich das Weite suchen. Ganz schnell. Wir rennen quasi, wir fliehen. Voller Angst. Na gut, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier sterben, liegt wahrscheinlich bei null. So. Und wir müssen jetzt zur Polizeistation. Warte mal, das war ja doch die Hauptstraße. Moment,
Ach ja, die schöne Mechanik mit der Maus. Aber die war ja gleich um die Ecke. Ich glaube, da brauche ich ja nicht erst irgendwie was zu... Na genau, wir sind ja schon da. Alter! Na, mein Süßer, wie wäre es mit einem kleinen Abenteuer? Vielleicht ein andermal, Ma'am. Alter, ist das die Schwester von Frikadella? Ach du Scheiße. Ich will keine Info von der. Nichts gegen korpulente Menschen, wirklich nicht, aber... Aber was ist das? Oh Gottes Willen. Eigentlich würde ich gerne wissen, ob ein Kerl namens Quibi zufällig in dieser Polizeistation ist. Und wie viele Polizisten dort sind. Eine Auskunft also? Ja, aber Zeit ist Geld, weißt du. Aber ich weiß nicht. Okay, wir fragen nach Squibby. Gut, wir fragen nach Squibby, aber wir wissen doch, wo Squibby ist. Hier ein paar Guineen. Also, was ist mit Squibby? Ich sage dir alles, was ich weiß, Schätzchen. Nichts. Ich weiß nicht, ob Squibby da drin ist. Und es ist mir auch egal. Mir flüstern die Bullen keine süßen Worte ins Ohr, so wie den Mädchen in den schönen Lokalen. Und jetzt verschwinde, bevor ich wütend werde. Hey! Wenn du etwas für eine vornehme Lady wie mich zu bieten hast, fällt mir vielleicht etwas ein. Oh, Gottes Willen. Tschüssikowski. Ich komme wieder. Das tun sie alle. Mädchen in den schönen Lokalen. Was für ein Monster. Oh. Danny muss Etablissements wie das von Madame Bella gemeint haben, das auch Watson erwähnt hat. Ach, um Gottes Willen. Also versteht mich da wirklich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Menschen, Frauen, Männer, wie dem auch sei, wenn die ein bisschen fülliger sind. Und meistens, die meisten verstehen zumindest sich auch noch ein bisschen was aus sich zu machen. Aber das, sowas geht gar nicht. Komm, das, nee. Ich kann nicht einfach in die Polizeistation schlendern und fragen, ob Squibby dort einsitzt. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen, um herauszufinden, ob er wirklich da drin ist. Dann muss ich den Polizisten dazu bringen, für einige Minuten zu gehen. Damit ich mit dem Gefangenen sprechen kann. Ja, gut. Also ich hätte jetzt in bester Sherlock Holmes Manier, ich wäre jetzt reingegangen, hätte gefragt, ey, Alter, wo ist Quibi? Und dann hätte man erstmal gesehen, was passiert. Ah, sag mal, wie lange will der Polizist den Jungen wirklich noch zusammenpfeifen? Ich habe das Gefühl, die stehen ja schon gefühlt 5 Jahre. Verzeihen Sie, guter Mann. Ungemütliches Wetter, was? Wie ungemütliches Wetter, du pfeifst dir gerade einen Jungen zusammen. Hat er den geschlagen? Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Hat er den geschlagen? Sie sind nicht von hier? Gehen Sie besser wieder, ist keine gute Gegend. Sagt mir ein Kind. Das finde ich irgendwie traurig. Aber zumindest wird er jetzt nicht mehr von Polizisten, angeflaumt. Juhu. Und wenn ich es dann mal schaffe, mich umzudrehen, ja, für Sherlock Holmes sind selbst solche Kleinigkeiten schon sehr schwer. Wenn man halt das Gehirn von der Größe einer Wassermelone hat, dann sind halt andere Dinge meistens etwas komplizierter. Wuhu! Warte mal, kennen wir nicht die gute Frau hier? Ist das nicht Lucy? Ich wüsste nicht, was ich fragen soll. Okay, es ist nicht Lucy. Aber hat die ja nicht auch irgendwo gewohnt? Oder war das eine andere Straßenecke? Gott, ich habe keinen Orientierungssinn und es ist zu lange her. Obwohl, selbst wenn ich die letzte Folge erst gestern aufgenommen hätte, wüsste ich ja schon nicht mehr, wo ich bin. Okay. Was müssen wir machen? Wir müssen für Ablenkung sorgen und... Haben wir die Katze? Wir haben wirklich die Katze einstecken. Wir haben eine Katze in der Hosentasche. Mietz, Mietz. Naja, wenigstens können wir sie ein bisschen streicheln. Haben wir was für die Seele. Obwohl ich sagen muss, ich bin kein Katzenfreund. Ich finde Katzen gruselig. In ihrer ganzen Verhaltensweise, ich bin eher der Hundetyp. Aber da spalten sich ja die Geister, genauso wie bei Ketchup oder Mayo, Katzen oder Hunde. Nicht so schnell. Hier wird nicht gerannt. Und vor allem nicht so random. Der ist gerade voll in den Hauseingang geprescht. Und der kann Haken schlagen wie ein Karnickel. Was ist denn das? Soll das so sein? Die sind ja schon alle ein bisschen gestört, ne? Was machst du hier? Wer bietet du Hütchenspiel an? Illegale Hütchenspiele? Soll ich Ihre Schuhe putzen, Mister? Wird langsam Zeit.
Okay, gut. Hütchen spielen, Schuhe putzen, ist ja doch ein und dasselbe. Und wer schreit denn hier zur Hölle die ganze Zeit? Es ist mitten am Tag. Jack the Ripper ist gar nicht am Werk. Gut, ich gehe dann mal wieder. Und ich bin gerade überfordert. Das wird wahrscheinlich die langweiligste Folge überhaupt, weil ich jetzt keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Wir haben eine Katze einstecken. Wir haben eine Katze einstecken. Das heißt, wir gehen erstmal zum Tierladen. Vielleicht kann der ja was mit einer Katze anfangen. Wo waren der? Hospital, Schusterei, Tierhandlung. Ich muss dem Bordell einen Besuch abstatten. Was? Hey, das ist ja der Herr Detektiv. Das ist... Psst. Ich führe verdeckte Ermittlungen durch. Lass nicht meine Tarnung auflegen. Ei, ei, Captain. Wir halten den Mund. Was macht ihr denn zu dieser späten Stunde noch hier in der Gegend? Müsstet ihr nicht längst zu Hause sein? Wir sind hier, weil wir Pounce helfen wollen. Wegen seinen Kätzchen, wissen Sie? Unter ihm wohnt eine gemeine alte Frau, Big Danny. Sie hat damit gedroht, sein Kätzchen zu töten. Wenn sie eine Katze nur sieht, muss sie schon husten und sich übergeben. Sie ist allergisch oder so ähnlich. Allergisch? Ja, genau. Sie hat gestern einen Pflasterstein nach Pounce und sein Kätzchen geworfen. Und das arme Ding ist weggelaufen. Seitdem hat es niemand mehr gesehen. Wir haben es gesucht, aber nicht gefunden. Zum Glück. Zum Glück haben wir die Katze eingesackt, sind zur Tierhandlung gegangen. Sherlock Holmes hat gesagt, wir müssen ins Bordell. Und dann treffen wir auf die Jungs, die die Katze suchen. Ich glaube, das Spiel ist selber ein bisschen verwirrter. Finde ich aber super, weil ich bin's ja auch gerade. Ist das hier das Kätzchen von Pounce? Bert, das ist mein Bertie. Vorsicht, Bertie ist verletzt. Bringen wir ihn zur Tierhandlung. Dort kann man sich vielleicht um ihn kümmern. Seit wann ist Bertie verletzt? Was? Wann hat er das festgestellt? Na gut, sagt ja die Logik, wenn der sich die Katze einfach so in die Hosentasche gestopft hat oder in die Tasche, die er bei sich trägt, ja, dass der so eine Katze nicht unbeschadet übersteht oder halt auch so ein kleines Trauma davon erleidet. Ja, muss man halt mitleben. Tschüssikowski, Freunde. Gehen wir zur Tierhandlung, Kinder. Das klingt schon ein bisschen awkward, ne? Gehen wir in die Tierhandlung. Wollt ihr mal meine Kaninchenbabys streicheln? Ich habe zu Hause ganz viele davon. Wenn ihr alle mit reinkommt, verschrecken wir die Tiere. Pounce, komm mit. Alle anderen warten draußen. Was willst du denn die Tiere noch weiter verschrecken? Dem geht's hier sowieso. Guck dir diesen verhaltensauffälligen Papageien an. Der kann nicht mal seine Flügel ausstrecken, selbst wenn er es wollte. Und hier der Hund, sehr artgerecht. Weißt du, das ist genau. Ich glaube, die Tiere kann man gar nicht weiter verschrecken. Und die Schlange da überhaupt, ne? Aber Hauptsache der Waschbär. Hauptsache der Waschbär, der hat ja so ein gigantisches Gehege. Gigantisch im Sinne von, wenn man sich die anderen hier so anschaut. Auf jeden Fall hier, Katze ist verletzt, weil ich sie in die Hosentasche gesteckt habe. Können wir da irgendwas tun, guter Mann? Was kann ich für Sie tun? Was? Schutzmaske? Ich bin gekommen, um Ihnen Ihre Schutzmaske zurückzugeben. Ah, danke. Zögern Sie nicht, mich zu fragen, falls Sie noch etwas brauchen. Kind mit Kätzchen. Zum Glück hat er das Kind nicht in die Hosentasche gesteckt. Darf ich vorstellen? Der junge Pounce und sein Kätzchen Bert. Der arme Bert ist verletzt. Big Danny hat einen Pflasterstein nach ihm geworfen. Big Danny? Danny Doppelkind? Der Schrecken der Highlands? Genau die, Mister. Okay, wir haben's kapiert. Es ist aber schon irgendwo gemein. Wenn man einen Spitznamen hat, okay. Was heißt Spitznamen? Spitzname ist ja eigentlich nur irgendwas Wohlwollendes, aber... Mann, nicht so gemein. Sie kennen diese Lady? Lady ist wohl nicht der passende Ausdruck. Furie trifft es eher. Sie ist eine Prostituierte. Vorher hat sie in einem Zirkus gearbeitet und ist dort für einen Penny pro Runde gegen Männer in den Ring gestiegen. Man sagt, sie habe keinen einzigen Kampf verloren. Können Sie dem armen Bert helfen? Das kann ich nicht sagen. Er ist in einem sehr schlechten Zustand. Irgendwo müsste ich ein Buch über Katzen haben. Können Sie danach suchen, während ich mir die Wunde ansehe? Ja. Das ist schon Laie, ne?
Also, was auch immer er da gerade macht, das sieht nicht danach aus, als ob Burt verletzt ist, oder... Die sind ja alle ein bisschen gestört. Okay, Buch suchen, nicht drüber nachdenken. Buch suchen. Mondi, du gefährdest deinen Seelenfrieden damit. Valeriana oder Baldrian. Der Baldrian übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Katzen aus. Seine Wirkung auf Katzen nach Einnahme ist mit der euphorisierenden Wirkung von Alkohol auf Menschen vergleichbar. Es ist bekannt, dass nur kleine Baldrianmengen ausreichen, um selbst die scheuesten Katzen anzulocken. Oh mein Gott, das Spiel will mir doch jetzt nicht etwa unterschwellig mitteilen, dass ich Baldrian brauche, um Katzen anzulocken für die dicke Danny, weil die allergisch auf Katzen ist und dass das dann auch noch vielleicht rein zufällig die Ablenkung ist, die wir brauchen. Aber das nützt uns noch nicht, weil wir nicht wissen, ob Squeeby wirklich dort im Knast einsitzt. Okay. Ah, das müsste das Buch über Katzen sein, das Abraham braucht. Wir wiederholen nochmal das Offensichtliche. Gute Gegenstände. Reicht das jetzt schon? Was kann ich für Sie tun? Ja, immer noch die Katze, falls Sie es vergessen haben. Wir haben gerade vor einer Minute vielleicht drüber gesprochen. Hier haben Sie das Buch über Katzen. Danke, mein Freund. Ich werde sehen, was ich für dieses Kätzchen tun kann. Okay, tschüss. Wäre cool, wenn Bert den morgen noch erleben würde. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir. Junge, ich würde dich ganz gerne mit nach draußen nehmen. Der Typ ist irgendwie ein bisschen awkward. Und die Katze ist kein bisschen verletzt. Dann guck mich nicht so traurig an. Och, Menno. Wir müssen weitermachen. Sherlock Holmes bringt sich nicht alleine ins Gefängnis. Gut. Hast du noch was zu sagen? Wir sind hier, weil wir Pounds helfen wollen. Wegen seinen Kätzchen, wissen Sie? Immer noch. Okay, aber wir wollen ins Bordell. Das meinte ja unser guter Sherlock, bevor wir jetzt zum Tierhandlungsladen gegangen sind. Und das machen wir jetzt auch ganz kurz und knapp. Wir gehen ins Bordell. Ich muss dem Bordell einen Besuch abstatten. Ach, zum Glück sind wir schon dort vorbereitet. Ach so, der Kerl, der immer noch nicht... was sagt er immer? Ich trau dir nicht über den Weg. Wir trauen ihm auch nicht. Aus Prinzip. Guten Abend, Lucy. Erinnern Sie sich an mich? Mr. Holmes, kommen Sie rein. Sie sind merkwürdig gekleidet. Was führt Sie hier in diese Gegend? Ich find's schön, dass wir draußen auf der Straße... Halten wir unsere Tarnung aufrecht, da pfeifen wir die Kinder zusammen. Aber hier im Bordell, hier könnten ja auch irgendwelche Kunden sein, sag ich mal, so nebenan. So ein Vorhang hier, der schützt ja nicht wirklich vor irgendwelchen Geräuschen. Und da gibt es einfach so, ja, hey, ich bin der Herr Holmes und bin komisch bekleidet. Naja, klar. Ne? Die hat auch so glasige Augen. Ich weiß jetzt nicht, ob das allgemein an der... Na, jetzt sehen die wieder fast normal aus und jetzt schon wieder... Jetzt sind sie wieder klar und wieder glasig. Ist ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe, der Lucy geht's gut. Ich bin gekommen, weil ich wissen will, ob eine ihrer Kolleginnen oder sogar sie selbst mit Polizisten aus der hiesigen Polizeistation Umgang haben. Einige Polizisten gehören zu unseren Gästen, das stimmt. Aber Bella kann Ihnen dazu sicher mehr sagen als ich. Okay, dann Dankeschön für die Hilfe und Tschüssikowski, Lucy, altes Haus. Gut, schönen Abend noch. Inwiefern das Leben einer Prostituierten schön sein kann. Ganz im Ernst, ich meine, es steht mir nicht zu, über den Berufsstand zu urteilen. Und ich denke auch, es gibt Frauen, die das wirklich gerne machen. Die halt, sage ich mal, sowieso sehr viel Freude an Sex haben. Und es gibt ja auch Lokalitäten, wo die Mädchen sich selber die Männer raussuchen können. Also ich rede jetzt mal wirklich davon, dass das die Mädchen freiwillig machen, weil sie das wollen. Weil sie daran auch selber Spaß haben. Ich rede jetzt nicht von Zwangsprostitution und alles. Trotzdem wäre es nie ein Job für mich. Sex ist was Schönes, was man macht, um... Ja, weil man Lust drauf hat. Aber wenn ich jetzt überlege, dass mein tägliches Einkommen davon abhängen würde... Es ist ja wie mit allen Dingen. Wenn du etwas gerne machst im Privaten, aber es dann versuchst, auf Arbeit umzumünzen... genauso wenig könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, Vollzeit-YouTuber zu werden. Weil dann wäre ich irgendwo abhängig... Davon, dass ich regelmäßig Spiele aufnehme. Und ich glaube, wenn man dann gezwungen
wird oder, sag ich mal, eher sich gezwungen fühlt, regelmäßig aufzunehmen oder auch mal ein Spiel zu spielen, auf das man gerade keine Lust hat. Es gibt ja so Tage, auf denen hat man einfach mal keine Lust oder keine Zeit und so weiter. Und das müsste man dann machen für das tägliche Einkommen. Ich glaube nicht, dass mir das gefallen würde. Und genauso sehe ich das mit der Prostitution auch. Wenn du halt dann täglich, was weiß ich, 5x6 am Tag hast, oder in der Nacht, je nachdem, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, ich glaube nicht, dass mir das gefallen würde. Aber genug von mir, Madame Bella. Hier, wie sieht's denn aus? Polizisten, gehören zu ihrer Stammkundschaft? Welche Polizisten und wissen die, wo Squibby ist? Sie sind ein Freund von Dr. Watson? In der Tat. Ein feiner Kerl, ihr Dr. Watson. Er hat mir bei einer kniffligen Angelegenheit mit einem Kunden geholfen. Diesen Flegel haben wir eine Lehre erteilt. Danach ist er nach Frankreich abgehauen, hat aber eines meiner besten Mädchen mitgenommen. Naja, wenigstens bin ich ihr ewiges Geschnatter los. Sie brauchen Informationen über die Polizei, richtig? Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Die in Frage kommenden Mädchen haben zu tun. Und ich habe auch überhaupt keine Zeit. Ja, das merke ich. Du bist ganz schön beschäftigt hier mit Rumstehen und Atmen. Was raubt Ihnen so viel Zeit? Ein Kunde hat mit einer Kiste Parfümfläschchen bezahlt. Das macht er dauernd und hält mich damit ungemein auf. Er hat gesagt, diese Parfüms seien der letzte Schrei und kämen geradewegs aus Paris. Kaum habe ich am ersten Fläschchen gerochen, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Vielleicht sind einige gute Parfüms dabei, aber ich muss herausfinden, welche, damit sich meine hübschen Mädchen nicht ihre Haut ruinieren. Madame, ich werde mich darum kümmern und Ihnen sagen, welche Fläschchen Parfüm beinhalten, wenn Sie mir die Kiste für eine Weile überlassen. Als Gegenleistung würde ich gerne mehr über Squibby wissen. Ja, ich kenne ihn. Abgemacht, Mr. Holmes. Ich gebe Ihnen die Kiste. Ja, gut. Schön. Ich frage mich, ob das Leben von Sherlock Holmes, wenn er denn wirklich so existiert hätte, wie es in den Romanen steht, wirklich solche Botengänge gemacht hätte. Ich brauche ein Buch, um Madame Bellas Parfüms zu analysieren. Ich glaube, der Buchladen in der Glenworth Street, unweit der Baker Street, hat erst vor kurzem wieder eröffnet. Vielleicht werde ich dort fündig. Gut. Baker Street, Karte von London. Barnes Buchhandlung, eigener Punkt. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Ach so, hier ist eine Treppe, um Gottes Willen. Ich wollte gerade sagen, es ist aber ein sehr kleiner Mann. Ja, ich erinnere mich hieran, denn wir waren ja am Anfang des Abenteuers Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Ebenfalls in dieser Buchhandlung. Yay, und ich habe diesen Typen nicht unbedingt als jetzt den besten NPC in Erinnerung. Er ist so ein bisschen zwielichtiger Typ, der sich auch gerne mal auf den Boden wälzt. Übrigens, für die Leute, weil ich das mal auf Facebook gefragt worden bin, die sich fragen, wird das jemals weitergehen mit Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin? Nein. Das Spiel ist einfach nur noch richtig miserabel vom Gameplay. Dieser Tower of London ist quasi ein Unding der Point-and-Click-Adventure-Funktion. Das geht einfach nicht. So ein gigantisch großes Areal zu... Areal zu kreieren, wo man eigentlich die Nadel im Heuhaufen suchen muss. Und das dauerhaft. Das ist einfach nur frustrierend und macht überhaupt keinen Spaß. Und ganz im Ernst, bei dem Spiel habe ich auch keinen Bock, immer in die Komplettlösung zu gucken, beziehungsweise die Komplettlösung eigentlich immer neben dem Spiel liegen zu haben, damit ich jetzt weiß, wo ich hingehen muss, wo ich vielleicht was eventuell finden könnte, was mir weiterhilft. Deswegen Sherlock Holmes und Arsène Lupin, ja, wir werden nie herausfinden, wie, wo, was, wann da jetzt so passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier beim Barnes und brauchen ein Buch über Parfüms. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Sind Sie der neue Buchhändler hier in der Gegend? Ja, mein Name ist Barnes und Sie sind einer meiner ersten Kunden. Willkommen. Was genau suchen Sie? Okay, ich stelle gerade fest, Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin spielt nach Jack the Ripper. Coole Sache, das heißt, wir kennen den also gar nicht, beziehungsweise lernen ihn gerade erst kennen. Wie nett. Ich bin auf der Suche nach einem Buch, das mir bei der Bestimmung von Parfüms weiterhelfen kann. Ein Buch über die Pflanzenwelt und deren Weiterverarbeitung zum Beispiel. Da würde ich die Enzyklopädie Spartaca über Pflanzen empfehlen. Es handelt sich dabei um das umfangreichste Werk auf diesem Gebiet und ist daher eine Referenz. Gut, ich nehme das Buch. Tja, es ist nur so, dass... ich weiß nicht, wo es ist. Können Sie glauben, dass mein Vorgänger die Bücher nach Einkaufsjahr sortiert hat? Heutzutage bevorzugt man eine thematische Klassifizierung. Wie auch immer, ich kümmere mich darum. Oder suchen Sie vielleicht ein Werk über die Geschichte der walisischen Buchbindekunst? Das fasziniert mich sehr.
Und ich bin bereits stolzer Besitzer zahlreicher Bücher zu diesem Thema. Ohne Zweifel eine äußerst spannende Thematik. Aber ich brauche das andere Buch, Spartaka, und zwar möglichst schnell. Also gut, ich versuche herauszufinden, in welchem Jahr diese Enzyklopädie gekauft wurde, Mr. Holmes, Sherlock Holmes. Ach, fantastisch, da kommen Sie ja wie gerufen. Können Sie vielleicht versuchen, die fehlenden Jahresschildchen anzubringen? Dann verlieren Sie nicht so viel Zeit. Botengänger. Ich würde ja sagen, wo ist Dr. Watson, wenn man ihn braucht, aber selbst wenn Dr. Watson da wäre, müssten wir es ja trotzdem selber machen. Fehlende Jahresschildchen? Ja, diese Kleinigkeit hatte ich vergessen zu erwähnen. Die Jahreszahlen wurden auf Schildchen geschrieben, die anschließend seitlich an die Regale angebracht wurden. Jedes Regal enthält Bücher eines Einkaufsjahrs. Sie werden sehen, dass es keine genaue Anordnung gibt und einige Schildchen fehlen. Ich habe neue Schildchen beschriftet, aber weiß nicht, wo sie hingehören. Sie liegen auf dem Ladentisch. Gibt es weitere Details, die ich wissen sollte? Der Vorbesitzer hat seit der Eröffnung des Ladens im Jahre 1864 jedes zweite Jahr ein neues Schildchen angebracht. Das letzte Schildchen dieses Jahr, also 1888. Er hat eine Notiz bezüglich seiner Klassifizierungsmethodik hinterlassen. Aber ich habe kein Wort verstanden. Ich glaube vielmehr, er war ein bisschen verrückt. Da wir ja wissen, dass er sich in einem späteren Spiel auf dem Boden wälzt und Cthulhu anbetet, scheint das so eine Krankheit unter Buchladenbesitzern zu sein. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Was mir auch gerade auffällt, dass Sherlock Holmes sich in Windeseile umgezogen hat. Die Jahreszahlen seitlich auf den Regalen müssen verschiedene Endziffern haben. Beispielsweise würden die Schildchen für die Jahre 1866 und 1886 am selben Regal zu einem heillosen Durcheinander führen. Zudem müssen sich die Quersummen der Jahreszahlen, die auf einem Regal angebracht wurden und die in gleicher Richtung zeigen, voneinander unterscheiden. Es handelt sich um drei Regale, wobei an zwei Regalen vier Schildchen angebracht werden müssen und an einem fünf. Ich habe keine Ahnung. Hier sind überall Schildchen. Ich muss alle Schildchen wieder am richtigen Regal anbringen. Ich glaube, das ist sowas wie Sudoku, nur in Schildchenform. Warte mal, was habe ich denn überhaupt für Schildchen? Wir haben die 70, 88, 82 und 66. Nehmen wir mal die 88. Die kommt zum Beispiel nicht hierher wegen der 8. Das stand ja irgendwo da. Hier ist auch eine 8. Hier ist keine 8. Gut, keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. So. Jetzt mal nach dem Ausschlussprinzip. Hier ist keine 2. Und hier ist aber auch keine 2. Das heißt, da haben wir schon mal... Hier haben wir eine 6. Da drüben haben wir keine 6. Und hier haben wir auch keine... Na doch, da oben ist eine 6. Das heißt, die 6 kommt wahrscheinlich hier dran. Okay, und dann haben wir noch zwei Schildchen. Das ist jetzt Try-and-Error-Prinzip. Hier haben wir auch keine 0. Also probieren wir das mal. So, Mr. Barnes, die Schildchen sind auf den richtigen Bücherregalen. Das sollte Ihnen die Klassifizierung erleichtern. Haben Sie mein Buch inzwischen gefunden? Da habe ich ja wirklich Glück gehabt, dass Sie gekommen sind. Ja, es wurde im Jahr 1882 gekauft. Ich suche es im Regal, vielen Dank. Ich empfehle Ihnen, Ihre Bücher schnell zu sortieren. Für gewöhnlich statte ich meinem örtlichen Buchhändler mindestens einmal die Woche einen Besuch ab. Ich kümmere mich darum, Mr. Holmes. Juhu! Ich hätte gern auch einen örtlichen Buchhändler, aber sowas gibt's ja kaum noch. Nur solche großen Ketten wie Hugendubel. Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde, aber ich mag Hugendubel und auch das Ambiente, was die machen mit den roten Sitzsofas, dass man da schon mal sitzen kann und reinschnüstern kann. Aber irgendwo vermisse ich doch den Charme eines alten, wirklich privat geführten, also alt muss nicht unbedingt sein, aber von so einem privat geführten Buchläden. Die gibt's leider immer seltener. Und wenn man tatsächlich mal sowas findet, sind solche Antiquariate. Haben auch einen sehr schönen Charme. Aber die ich bis jetzt kennengelernt habe, da will man nicht reingehen. Das ist wie Primark. Das ist alles überfüllt, weißt du, alles zugestellt und eng. Und wenn da, sag ich mal, das so 10 Leute drin sind, kannst du dich schon nicht mehr umdrehen und alles. Und das ist so wühlig. Obwohl ich alte Bücher gerne mag. Ich schnuppere auch sehr gern. Dieser Eigengeruch, den alte Bücher haben, finde ich total geil. Aber
das ist es mir dann doch nicht wert, weißt du, wenn du da halb so zerquetscht wirst, nur weil du da mal dich umgucken willst. So, und jetzt habe ich mich schon wieder total verquatscht. Sorry! So, 1882, das heißt, in der Ecke sind wir schon mal richtig. Und haben es ja einfach mal spontan gefunden. Wir sind da einfach super awesome drinne. In einer musikalischen Metapher werden Parfüm drei Arten von Duftnoten zugeschrieben, die in einem harmonischen Geruchsakkord zusammenklingen. Der Duft der Noten entfaltet sich phasenweise, so erfolgt die Wahrnehmung der Kopfnote unmittelbar und leitet in die der tieferen Herznote über, während die Basisnote stufenweise als letzter Teil der Duftabfolge wahrgenommen wird. Die Qualität des Parfüms wird üblicherweise anhand von drei Parametern ermittelt. Duft als essentielle Beschreibung des Geruchs zeichnet sich hierbei als die wichtigste Komponente aus, gefolgt von seiner Intensität, die von einer subtilen Note bis hin zu überwältigendem Gestank reichen kann. Somit ist hinsichtlich der Verwendung Verträglichkeit ein weiterer wichtiger Faktor, da für die zarte Haut einer Dame nicht alle Elemente des Parfüms verträglich sein mögen. Ist Schwachsinn, weil Männer können genauso empfindlich sein, was gerade Parfüm angeht. Parfüm ist eigentlich so ein Endgegner eigentlich für die Haut. Diese Enzyklopädie über Pflanzen und Gewürze ist genau das, was ich brauche, um diese sogenannten Parfüms zu analysieren. Zurück in die Baker Street. Juhu, und wir benutzen wieder die Karte, um uns die langen Wege zu sparen. Dafür brauche ich meinen Experimentiertisch. Sehr schön. Zum Glück steht er da gleich hinten in der Ecke. Okay, Gegenstände, Koffer und dann geht's los. Oh, jetzt werden wir experimentieren. Oh, ich bin so aufgeregt, ich darf wieder Gift mischen. Ich muss diese Parfüms analysieren. An die Arbeit. Okay, wie mache ich das jetzt? Das ist ein Rätsel. Es geht also hier um Schlüssel-Schloss-Prinzip, oder wie? Also ich habe hier Moschus, ich habe Öl, ich habe Lavende, ich habe Klauenöl, ich habe Korianderöl, ich habe Anisöl, Baumharz und Rosenblüten. Und Rosenblüten, Baumharz, Lavende. Aber komm, das wäre jetzt zu einfach, oder? Wenn ich jetzt hier... Warte mal. Wie funktioniert das? Gleich mal Maustaste drücken. Achso, warte mal. Hä? Ich bin hier schon wieder überfordert. Achso, das sind ja einfach Beispieldinger und... Das kann ich wohl irgendwie aufnehmen. Ah, hier kann ich. Nee, hier kann ich auch nichts machen. Warte. Ich kann ja auch nicht ziehen. Zurücksetzen. Niesöl, Koriander. Duft, Intensität, Verträglichkeit, Ergebnis. Das hatten wir ja schon. Ich habe hier solche Teststreifen. Tue ich das jetzt in die Schale? Was? Ach so, und jetzt baue... Diese Formen repräsentieren die zur Verfügung stehenden Düfte. Ich finde es immer wieder schön, dass man gleich erstmal rumprobieren darf, um dann irgendwas zu kriegen. So sieht das aus, als ob das passt. Nee, das passt nicht. Nee. Moment. Ausgezeichnet. Jetzt der nächste Schritt. So, jetzt habe ich das nachgebaut. So, analysieren das Parfüm. Terra 55. Duft schlecht, Mittel, Verträglichkeit schlecht. Ergebnis schlecht. So, und jetzt? Achso, das war's schon. Gut, kann ich das jetzt hier wegmachen? Gut. Dann brauchen wir hier... Nee, Moment. Hier vielleicht das Große und dann hier sowas Kleines, Breiteres. Kleines, Breiteres? Bist du klein und breiter? Ja, das passt. Aber hier das noch nicht. Also nehme ich mal das große Rote. Das passt auch noch nicht. Und wenn wir das nehmen? Ausgezeichnet. Oh, juhu. Jetzt der nächste Schritt. Juhu, ich bin so gut in meinem Try-and-Error-Prinzip. Gut. Naja, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen mein Lebensmotto. Einfach ausprobieren, nicht lange drüber philosophieren. Weil, bringt meistens eh nichts.
Naja, gut, bei manchen Sachen sollte man vielleicht schon überlegen. Aber in Videospielen ist Try-and-Error-Prinzip immer eigentlich so meine beliebte Herangehensweise. Wem erzähle ich das eigentlich? Ihr kriegt das ja immer hautnah mit. Nee, Moment. Ist das zweimal das Gleiche? Nee, Moment. Ich will mich gerade was verwirren. Nee, das funktioniert so gar nicht. Moment. Nee, das sieht überhaupt nicht so aus wie das, was da oben ist. Moment, ich habe die falsche Basis, glaube ich. Ich glaube, das ist die Basis. Elementar. Juhu! Ich muss dem Bordell einen Besuch abstatten. Tja, ja, genau. Um die Parfüms abzugeben, ist klar, mein Lieber. Willkommen in Whitechapel und zurück. Moment, ich suche das Bordell. Ah, hier. Ich muss dem Bordell einen Besuch abstatten. Nicht, dass wir es dann nicht doch schon kennen würden. Ja, lass mich raten, du vertraust mir immer noch nicht. Ich wüsste nicht, was ich fragen soll. Oder Sherlock will einfach nicht mehr mit ihm reden. Das geht natürlich auch. Gut, nachdem wir jetzt diverse Handlanger-Tätigkeiten erledigt haben, können wir dann vielleicht jetzt endlich eine Info zu Squibby haben. Bitte! Sind Sie zu einem Schluss gekommen? Ich habe die Fläschchen in gute und schlechte Parfüms aufgeteilt. Aber selbst die guten Parfüms sind nur allzu gewöhnliche Düfte für junge Leute mit kleinem Geldbeutel. Egal. Einige meiner Mädchen werden sie schon gebrauchen können. Moment. Eines der Parfüms heißt Valeriana. Davon habe ich noch nie gehört. Technisch gesehen handelt es sich dabei auch nicht um ein Parfüm. Außer Sie möchten damit für Katzen unwiderstehlich sein. Ein gebräuchlicherer Name ist Baldrian. Riecht merkwürdig. Ich mag den Geruch nicht besonders. Hier, nehmen Sie das Fläschchen. Und ich habe eine Information für Sie. Squibby sitzt ganz sicher in der örtlichen Polizeistation ein, wie es scheint aus freien Stücken. Na, ist verständlich, wenn ein wütender Mob hinter ihm her war, würde ich auch lieber in Einzelhaft gehen, bevor mich so ein wütender Mob lyncht. Mit Fackeln und Mistgabeln. Kennen Sie jemanden namens Danny? Danny? Big Danny Doppelkinn? Die Frau, die Katzen so verabscheut? Ja, das ist sie. Sie finden an solchen Frauen Gefallen? Dann können Sie Ihren Rüssel ja gleich in einen Schweinetrog stecken. Sie ist gefährlich, ein richtiger Drache. Seien Sie also vorsichtig. Und Ihr Erscheinungsbild erst. Sie behauptet, dass sie eine Schwäche für Parfüms hat. Die ganze Kiste würde sie brauchen, um nicht mehr zu stinken. Ich glaube nicht, dass es schwer sein sollte, Danny dazu zu bringen, mir zu helfen. Vielleicht reicht ein kleines Geschenk. Auf zur Polizeistation. Juhu, wir werden der dicken Dame jetzt einen Streich spielen. Okay. Moment, wir machen das jetzt aber wieder ganz unkompliziert. Polizeistation. Nicht, dass ich mich noch verlaufe. Gut, also kleines Geschenk. Damit, oh Gott, die arme Frau. Die ist allergisch gegen Katzen und wir überkippen die jetzt mit Baldrian. Oh Gottes Willen. Ich hoffe, sie überlebt. Auch wenn ich sie nicht besonders mag, aber ich hoffe, sie überlebt. Erinnern Sie sich an mich? Wären Sie so nett und würden mir sagen, wie viele Polizisten in der Polizeistation sind? Ich gebe Ihnen dafür dieses Parfüm. Parfüm! Das soll Parfüm sein? Du machst wohl Witze. Ich will ein hübsches Fläschchen, wo man draufdrücken kann, damit ich meinen ganzen Körper einsprühen kann. Klar? Was für ein Glück, dass wir vorhin den Parfümzerstäuber gefunden haben, quasi in der letzten Folge. Ach Gottes Willen. Erinnern Sie sich an mich? Ja gut, jetzt richtiges Parfüm. Genau. Oh Gott. Schaut euch mal das Dekolleté an. Das geht nicht. In der Polizeistation geht es eher ruhig zu. Vorhin war viel los. Aber jetzt ist nur ein Polizist dort, mein Süßer. So. Jetzt sprüht sich Danny mit Baldrian ein. Ein Geruch, der für Katzen unwiderstehlich ist.
Ich muss für ein Ablenkungsmanöver auf der Straße sorgen, damit der Polizist die Station verlässt. Aber dafür brauche ich Katzen. Viele Katzen. Auf zur Tierhandlung. Ich muss in die Tierhandlung. Ist ja gut. Schrei mich nicht an, Sherlock. Wir hatten doch sonst immer eine gute Beziehung zueinander. Aber wir waren jetzt schon mehrmals in der Tierhandlung. Wo wir da jetzt so viele Katzen auftreiben, dass das hier zu einem Tumult führt. Habt ihr noch mehr Katzen, Jungs? Wir sind hier, weil wir Pounce helfen wollen. Ja gut, Pounce, der ist wahrscheinlich immer noch da drin. Zusammen mit Bird. Oh, schön. Der Katze wurde immer noch nicht geholfen, weil sie nichts hat. Was kann ich für Sie tun? Ich bräuchte Bird das Kätzchen. Und? Wie geht es, Bird? Er wird wieder gesund. Aber er muss erst wieder zu Kräften kommen. Und ich habe kein Futter für ihn hier. Darum werden Sie sich kümmern müssen. Und wo bekomme ich Katzenfutter? Sie müssen Honeyman finden. Er verkauft Fleisch für Katzen. Um diese Zeit kommt er immer am Ende der Straße vorbei. Vielleicht haben Sie Glück. Man hört ihn schon von Weitem kommen. Er ruft immer, piep, piep. Vielen Dank für alles, Mr. Solomonowitsch. Pounce, was denkst du? Sollen wir schauen, ob der Katzenfutterverkäufer da ist? Der arme Bird muss gefüttert werden. Und ich hätte eine kleine Aufgabe für dich und deine Freunde. Muss ich jetzt schon noch irgendwas sagen? Ein Typ, der Katzenfutter verkauft, steht am Ende der Straße und macht Piep, Piep. Die sind hier alle so gestört. Ich meine, gut, ich glaube, du kriegst irgendwo eine Macke, wenn du in so einem Stadtviertel wohnst, wo eigentlich nur Kriminalität und so herrscht. Prostitution, Lug und Trug. Gut, am Ende der Straße, hat er gesagt. Meint er diese Straße hier? Nee, gut, das ist schon das Ende der Straße. Sag mir bitte, dass das der Typ ist. Piep, piep. Oh, schön, ein Klaus Kinski-Verschnitt. Piep, piep. Ich bin es nicht gewesen, Frau Sagisch. Piep, piep. Guten Abend, Sir. Wie geht's? Etwas Kebab für die Katze gefällig? Bengel? Was? Wie gemein! Diese Bengel sind doch nicht etwa alle ihre, oder? Verzeihung? Oh nein, keiner von ihnen. Ach, Kinder. Sie sind unser ganzer Stolz. Und dennoch... Warte mal, normalerweise treffen wir die Entscheidung für Sherlock. Finde ich gerade interessant, dass wir auf Bengel geklickt haben und er Sherlock gefragt haben. Das heißt, wir haben gerade kurzzeitig diesen Piep-Piep-Typen gespielt. Achievement! Mögen Katzen wirklich Kebab? Sie lieben Kebab. Wie viel möchten Sie? Ich nehme alles. Verzeihung, Sir. Wie viel wollen Sie für die ganze Ladung? Für 2 Pfund gehört das alles Ihnen, mein Herr. Einverstanden. Was wird damit so viel? Hört zu, meine kleinen Soldaten. Ihr müsst alle Katzen von Whitechapel finden und sie zur Polizeistation locken. Ihr werdet dafür mit köstlichem Kebab ausgerüstet. Und jetzt los, beeilt euch. Aber nicht das Essen auffuttern. Das ist für die Katzen. Wenn alles so abläuft, wie ich es mir vorgestellt habe, werden die Katzen auf Dannys Parfüm reagieren und sich auf sie stürzen. Das wird für genug Aufregung sorgen, um den Polizisten dazu zu bringen, die Polizeistation zu verlassen. Oh Gott. Na gut, dann schauen wir uns den Plan mal an. Und jetzt, Kinder, lasst die Katzen los. Oh Gott. Was ist das hier für ein Aufruhr? Beruhigen Sie sich. Gehen Sie weiter und schaffen Sie diese Katzen weg. Gut. Jetzt wird es Zeit, Squibby einen Besuch abzustatten. Oh cool, da oben ist eine Eistüte. Ach nee, das ist eine Kerze im Leuchter. Ach schön, herrlich. Ich finde das so genial. Es ist eigentlich so eine bittere Ironie, die Jungs, die in Whitechapel wohnen. Eigentlich diese... Nee, eigentlich, ich glaube im Originalroman ist es die Baker Street Bande, warum die auch immer in Whitechapel gerade rumrennen. Sind Straßenjungen, die eigentlich nichts zu essen haben. Der kauft jetzt einen Haufen Fleisch für Katzen, drückt denen das in die Hand, dass die Katzen zusammensuchen.
Hallo? Sag mal, wie dekadent ist das? Anstatt der mal in die Bäckerei geht und dem jedem Kind dann mal so ein Brot in die Hand drückt oder sowas, aber nee. Diese Tür führt wahrscheinlich zu den Zellen. Juhu! Ich merke schon, das wird wieder ein Bombenspaß. Ich sollte Blutos Schatz in der Polizeistation lassen. Die Polizei weiß sicher, was damit zu tun ist. Okay, ich habe eigentlich gerade gedacht, ich finde hier einen Hinweis darauf, aber... Ich sollte Blutos Schatz in der Polizei... Okay, finde ich schön, dass er es gleich nochmal erzählt. Weil ich finde es merkwürdig, dass dort eigentlich ein Dietrich in der Tür steckt. Ist der Schlüssel kaputt oder wie? Diese Tür führt wahrscheinlich zu den Zellen. Ja, und warum kann da nicht einfach ein ganz normaler Schlüssel drin stecken? Warum ist das hier so ein Gekröse? Okay, Freunde. Das wird wieder so ein Rätsel, das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt keinen Nerv mehr da drauf. Das ist wieder so ein ganzes von A nach B hin und her gerennen, Haufen handlanger Tätigkeiten, die rein gar nichts mit den Jack the Ripper Morden zu tun haben. Finde ich ein bisschen ungünstig gelöst. Ich meine schon klar, dass man halt sich als Detektiv nicht immer überall hinbegeben kann und sofort alle Informationen kriegt. Klar, es ist ein Geben und Nehmen und so weiter und so fort. Aber das haben wir in dem Spiel bisher ein bisschen übertrieben. Aber nichtsdestotrotz macht das Spiel halt schon irgendwo Spaß. Ich freue mich nämlich auch schon wieder auf die Teile, wo wir dann tatsächlich wieder Zeugen befragen werden. Wahrscheinlich dann auch die nächste Leiche untersuchen, weil da werden uns bestimmt noch ein paar bevorstehen. Und ich freue mich dann darauf, mit euch wieder richtig geile Ermittlungsarbeit zu erledigen in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaft schönen Tag und bis dahin alles Gute. Tschüssili!